Am Anfang hat die erste deutsche Republik die Mehrheit der Bürger und Parteien hinter sich. Denn auch der Wille zur Demokratie hat in Deutschland Tradition. Doch die demokratische Verfassung scheitert in der Krise. Die Nazis verheißen den Deutschen neue Größe und ein tausendjähriges Reich, das über die Welt herrschen soll. Der trügerische Schein eines verbrecherischen Regimes, das Europa an den Abgrund führen wird. Niederlage und Befreiung im Mai 1945. Nie wieder soll von deutschem Boden Krieg ausgehen. Doch ein Teil der Deutschen wird schwerer an den Folgen der Vergangenheit zu tragen haben. Am 17. Juni 1953 protestieren die Menschen in der DDR gegen die kommunistische Diktatur. Steine gegen Panzer. Das SED-Regime sperrt die Menschen nur wenige Jahre später ein. 1961. Die Mauer betoniert die Spaltung der Deutschen, doch sie eint auch in dem Willen, den steinernen Wall zu überwinden. Es sind die Deutschen im Osten, die in einer Zeit neuer Öffnung mit der friedlichen Revolution die Diktatur zu Fall bringen. Sie machen wahr, was in den Jahrhunderten zuvor nie erreicht werden konnte. Einheit in Freiheit und Frieden. Doch auch die Vielfalt hat in Deutschland eine Tradition, die es zu wahren und zu schätzen gilt. Und es sind viele Wege, die in das geeinte Deutschland führen. Über alle Höhen und Tiefen der Geschichte. Der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Das Reich ist heilig. Sacrum Imperium.